Hallo YouTube, ich melde mich hier zurück mit einem neuen Video und zeige euch mal meinen neuesten schlimmsten Albtraum im Schrankterrarium. Hier sieht man gut, wie überall weiße Kügelchen rumliegen. Das ist nichts anderes als Styropor, was mir Heimchen aus meiner Rückwand herausgefressen haben. Das ist natürlich über einen längeren Zeitraum geschehen, war ein schleichender Prozess und auch die Katze sieht das sehr kritisch, da muss was getan werden. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Tiere mit der Hand zu fangen und in einem Übergangsterrarium unterzubringen. Die ganze Erde, alle Pflanzen, alles musste raus und dann hier mit einer ganz frischen Fliesenklebermischung neu angestrichen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das Terrarium einst gebaut habe, klickt auf die Infobox. Das ist jetzt schon gut 5 Jahre her und es ist Zeit für eine kleine Nachbesserung. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich noch, das wird hier ein schnelles Unterfangen und ich komme mit einer einzigen Fliesenkleberschicht aus. Ich hatte mich da leider getäuscht, denn das eigentliche Desaster sollte noch kommen, wie ihr gleich sehen werdet. Insgesamt habe ich hier 4 Beleuchtungsmöglichkeiten im Terrarium. Für die oberen 3 Leuchten musste ich seinerzeit einen Sichtschutz aus Styropor bauen, damit man nicht geblendet wird, wenn man davor steht. Na, hier oben links kann man das erkennen. Ich habe dafür mindestens 3 Fliesenkleberschichten gebraucht, um dieses poröse Konstrukt hier wieder zu stabilisieren. Über Nacht habe ich die erste Fliesenkleberschicht trocknen lassen und am nächsten Morgen, siehe da, hatte ich neue weiße Kügelchen im Terrarium. Das brachte mich auf die rechte Wurzel hier an der Seitenwand, die habe ich abgeschraubt und siehe da, ein Eldorado für Heimchen. Ich versuche euch das hier nochmal besser zu zeigen. Sorry für die schlechte Bildqualität, wie es so häufig ist, war das natürlich eine schlecht einsehbare Stelle hier. Wie ihr seht, das geht runter bis aufs Holz, da seht ihr noch eine Silikonwurst und ganz viel Styropor. Eine richtige Heimchenhöhle. Das geht natürlich gar nicht und ich habe auch hier mehrere Schichten Fliesenkleber aufgetragen. Die Fliesenkleberschicht habe ich über Nacht erneut trocknen lassen. Am nächsten Morgen dann habe ich mir eine Bürste geschnappt und die ganze Rückwand mal kräftig abgeschrubbt. Von Zeit zu Zeit müssen halt Kot- und Schmutzreste entfernt werden. Das macht man am besten so mit einer etwas härteren Bürste. Am Ende waren es dann doch 4 Fliesenkleberschichten. Nachdem die letzte Schicht gut ausgetrocknet ist, habe ich mich jetzt doch entschieden, das Ganze nochmal farblich nachzugestalten. Im getrockneten Rotzustand sieht der Fliesenkleber recht hell und weiß aus. Für die letzte farbige Schicht habe ich den Fliesenkleber mit Abtönfarbe vermengt und mehr Wasser hinzugegeben. Also kein Meerwasser, sondern mehr Wasser. Und man sieht hier, wie ich recht flüssig den Fliesenkleber nun auftrage und wie der poröse Untergrund die farbige Schicht regelrecht aufsaugt. Zwischendurch habe ich hier von meinem Thermometer und von meinem Hygrometer noch die Batterien getauscht. Jetzt ist die Technik auch wieder einsatzbereit. Soweit bin ich jetzt durch. Der Kater begutachtet das Ganze hier nochmal gewissenhaft. Ich habe die Seitenscheiben jetzt auch nochmal mit Zitronen- und Wattebäuschen gereinigt und es hat mich doch einigen Aufwand gekostet, hier mit Spiegeln und Taschenlampe jedes kleinste Loch zu finden und auszubessern. Jetzt, wo alles gerade ausgeräumt ist, kann ich euch hier nochmal gut meine Abflussanlage zeigen. Ich habe dazu Blumentöpfe aus Plastik in die Rückwand eingebracht. Das Ganze ist mit einem Schlauchsystem innerhalb der Rückwand verbunden. Und ihr seht gut, wenn ich hier Wasser reingebe, was dann passiert. Insgesamt habe ich hier so 7 Bepflanzungsmöglichkeiten mit einem Schlauchsystem verbunden. Es ist jetzt auch an der Zeit, hier ein paar Pflanzen einzubringen. In meinem alten Setup hatte ich hier etwas größere Pflanzen eingesetzt. Das Terrarium war dadurch ziemlich unübersichtlich. Ich habe kaum noch die Tiere beobachten können.
Jetzt habe ich mich entschieden, hier dieses Korallengras einzusetzen. Diese Pflanzen sind sehr pflegeleicht, brauchen wenig Wasser, wenig Licht und man hat einen grünen Blickfang und trotzdem ziemliche Übersicht hier im Terrarium. Ich bringe jetzt hier noch ungedüngten Gartentorf ein. Der Torf wird von mir gründlich gesprüht, danach lege ich noch ein paar Moose auf den Torf und danach werden alle Einrichtungsgegenstände hier im Terrarium von mir kräftig abgesprüht. Auch wenn das jetzt so aussieht, es täuscht, es ist nicht sehr feucht hier. Ich habe maximal 60-70% Luftfeuchtigkeit hier in diesem Vitrinenschrank-Terrarium. Und hier noch einmal der Hinweis, wenn euch interessiert, wie ich das Terrarium einst aufgebaut habe, dann klickt auf die Infobox, dort findet ihr ein komplettes Aufbauvideo. Was ich euch hier zum Abschluss noch zeigen kann, ist die Beregnungsanlage. Hier mit einer Aluminiumdüse hat sich am besten bewährt. Ich sprühe hier mit destilliertem Wasser einmal täglich, kurz bevor das Licht ausgeht. Der ganze Vorgang hat circa eine Woche gedauert. Der Kater scheint auf jeden Fall beeindruckt zu sein. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt ist es an der Zeit, auch die Tiere wieder zurückzusetzen. Ich überprüfe hier nochmal die Werte. Sobald ich die Türen zu habe, wird auch die Luftfeuchtigkeit wieder ansteigen. Hier also das neu aufgeräumte und frisch aufgebaute Vitrinenschrank-Terrarium. Fast hätte ich hier vergessen, die rechte Wurzel an der Seitenwand wieder anzuschrauben. Das habe ich natürlich nachträglich noch getan. Ich verabschiede mich mit ein paar Impressionen, sage vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet.